Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, einmal die Plätze einzunehmen, es sei denn, Sie möchten unbedingt stehen bleiben. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion. Ich möchte Ihnen einmal kurz die Teilnehmer vorstellen von unserer Diskussion. Das ist einmal Herr Tausch, das ist Herr Ziegler, der Schulleiter. Dann haben wir Herrn Thorsten Wagner, der uns durch die Diskussion führen wird als Moderator. Dann haben wir Herrn Wehrmann als Schulleiter einer Sekundarschule und den Schulrat Herrn Hans-Werner Rüther. Ja, zum Schluss habe ich aber noch jemanden vergessen, ganz bewusst, weil ich möchte Frau Petra Witt einmal begrüßen als mittlerweile neu gewählte Bundesvorsitzende des VDP, quasi als Dachverband aller Privatschulverbände der Bundesrepublik Deutschland. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Und wir haben uns gedacht, ein kleiner Strauß Blumen als Glückwunsch dazu. Und Dankeschön. Bitteschön. Ja. Ja, ganz kurz und schmerzlos, denke ich, aber ich freue mich sehr, dass das so ist, weil ich kenne Sie ja persönlich auch schon einige Jahre, seitdem ich hier in diesem Unternehmen tätig bin. Ja, die Schule an sich ist seit 1994 in unserer Trägerschaft und ja, in dieser Zeit hat es natürlich immer viele Diskussionen gegeben, wo entwickelt sich Fahrenholz hin, was ist die richtige Schulform, soll es noch ein Gymnasium sein, soll es eine Hauptschule sein, und genau die hat es ja auch bis vor 4 Jahren fast gegeben, die war ja in der Planung, und auch in diesem Planungsbereich hatten wir die Überlegung, wie nennen wir das Ganze, nennen wir das Sekundarschule. Das war noch lange bevor wir überhaupt daran gedacht haben oder auch das Land daran gedacht hat, eine Schulform der Sekundarschule überhaupt ins Leben zu rufen. Ja, und ich möchte da auch nicht viel mehr weiter vorgreifen, weil ich hoffe, dass Sie alle uns in diesem Bereich jetzt noch ein wenig bereichern werden, und hoffe eine angeregte Diskussion. Herr Wagner. Ja, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung. Kleiner Vorschlag zur Güte, bevor wir einsteigen in Diskussion. Der Herr Drüke sitzt da so alleine, das können wir ändern. Die Herrschaften, die da oben noch stehen oder die weit außen am Rand sitzen, kommen so einfach ein bisschen in die Mitte, sind wir etwas dichter beieinander und haben auch eine viel intensivere Kommunikation miteinander. Also einfach mal die Einladung, rückt mal ein bisschen zusammen und dann kriegen wir das hier rund. Schon bewegt sich was, klasse. So, wir wollen anfangen und reden über ein für diese Gegend neues Thema, nämlich eine Sekundarschule, die für dieses Haus geplant ist, die bei diesem Träger geplant ist. Bevor wir da in die Details einsteigen, Herr Rüther, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht erst einmal klären, was ist so eine Sekundarschule überhaupt? Was ist das Besondere? Ja, irgendwie koppelt das so ein bisschen zurück. Ich versuche das mal so. Ja, also eine Sekundarschule ist eigentlich eine Schulform, die lange schon eine Tradition hat in der Gesamtschule. Das mag erstmal überraschend klingen, aber wenn man die Gesamtschule denkt von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse und nicht die Oberstufe mit einbezieht, dann hat man hier eigentlich schon das Grundgerüst für eine Sekundarschule. Das Land Nordrhein-Westfalen hat lange Zeit ja, politisch sich anders ausgerichtet. Mit dem 6. Schulrechtsänderungsgesetz etwa vor einem Jahr, ich glaube es war im Oktober 2011, hat man einen Schulfrieden geschlossen und hat gesagt, wir wollen etwas tun, um allen Schülern zur gleichen Zeit und gerecht zu werden, um für alle Schüler Schule möglich zu machen, und zwar entsprechend ihren Begabungen. Da hat man sich
dazu entschlossen, neben allen bislang bestehenden Schulformen eine weitere Schulform ins Leben zu rufen, die Sekundarschule, die von Klasse 5 bis zur Klasse 10 allen Schülern mit allen Begabungen, mit allen Ausrichtungen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Wenn Sie das so dicht an die Gesamtschule definieren, ist es alter Wein in neuen Schläuchen? Das kann man so nicht sagen, weil zunächst einmal die Sekundarschule in der 5. und 6. Klasse integrativ beginnen muss. Das ist eine Grundvoraussetzung. Danach gibt es eben drei unterschiedliche Möglichkeiten, diese Klassen integrativ weiterzuführen, sie teilintegrativ zu führen, das heißt ab der Klasse 7 in einer Art Kurssystem zu führen oder aber ab der Klasse 7 kooperativ, da wären dann eigentlich die drei Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium angedacht. Erstaunlicherweise war sich Landespolitik da relativ einig. Zumindest gibt es einen parteiübergreifenden Beschluss, der sagt, Sekundarschule wollen wir. Treibt die Not zum Zusammenhalt? Ja, jein. Also die Sekundarschule ist sicherlich eine Form, um möglichst lange auch in kleineren Gemeinden oder in Kooperation mit kleineren Gemeinden die Sekundareinsbildung lange vorzuhalten. Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, um Schule weiterhin bestehen zu lassen. Beispielsweise müssen Haupt- und Realschulen zweizügig mindestens im öffentlichen Bereich geführt werden. Das ist in vielen Randbereichen, vor allen Dingen hier im lippischen Flächenkreis, in vielen Bereichen nicht mehr möglich, sodass man sich überlegt hat, wir können Haupt- und Realschulen gegebenenfalls zusammenfassen. Und so ergibt es sich natürlich auch für Ersatzschulträger, in dieses System einzusteigen und eine Schule zu gründen, in der man lange Zeit Kinder zusammen lernen lassen kann mit den unterschiedlichen Begabungen. Und das ist ja das Spannende, dass Kinder, die vielleicht eine gymnasiale Begabung haben, mit Kindern zusammen lernen, die einen Förderstatus haben. Das bedeutet, sie kriegen also eine höhere Sozialkompetenz, die Kinder können voneinander lernen, sie können miteinander lernen. All das ist etwas, was die Sekundarschule eben bietet und deshalb ist es auch spannend. Jetzt gucken wir doch einfach schon mal einmal in die Praxis, Herr Wehrmann. Sie halten den Kopf hin für die Sekundarschule Nordlippe, sind dort der Rektor. Was unterscheidet diese Schule tatsächlich im praktischen Doing von bisherigen Schultypen? Was ist das andere, das Besondere oder das, wo Sie sagen, ja, Sekundarschule, klar, genauso muss man das machen. Also erstmal noch so eine Geschichte zu dem, was Sie eben gesagt haben. Gesamtschule gegen Sekundarschule, alter Wein in neuen Schläuchen. Ich finde, die Gesamtschule nach wie vor ist kein alter Wein. Die war damals halt sehr zukunftsweisend und ist es nach wie vor. Das, was wir jetzt tun, ist, dass wir dieses System Gesamtschule runterbrechen und die Oberstufe oben weglassen. Also um das mal so ganz platt zu sagen. Bei uns ist es so, dass wir im Moment, wir haben jetzt gut 3 Monate hinter uns, mit dem System sehr zufrieden sind. Also wenn ich sage wir, dann meine ich mich als Schulleitung natürlich. Die Abfrage bei den Kolleginnen und Kollegen ist halt sehr positiv. Die Eltern sagen, es ist einfach alles großartig, es läuft alles. Und die Kinder beschweren sich über einen Punkt, das sind die Toiletten. Und wenn man sich halt anguckt, dass Kinder bei uns 36 Stunden pro Woche miteinander arbeiten, miteinander lernen, miteinander Spaß haben und dann nach Hause gehen und sagen, das war ein schöner Tag, dann denke ich, hat die Sekundarschule alles richtig gemacht. Ich finde das interessant, dass Sie die Toiletten ansprechen. Was ist das große Problem? Können wir darüber reden? Es lohnt sich hier in diesem Rahmen nicht. Also es geht eher um Banalitäten, aber ansonsten fühlen sich die Schüler und Schülerinnen dort recht gut aufgehoben. Was hat sich denn in der Qualität der Bildung verändert? Kann man da schon was sagen nach 3 Monaten? Wir hatten die Möglichkeit, mit dem Thema Sekundarschule, Schule nochmal komplett neu zu denken. Also bisher war es halt so, dass wir diese 3 Säulen hatten, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und jetzt ist es halt eben so, Sekundarschule gibt uns jetzt, all diejenigen, die anfangen, wir sind im ersten Jahr, all diejenigen, die anfangen, haben die Gelegenheit, sich nochmal ganz neu mit Schule auseinanderzusetzen.
Das gilt für die Kollegien und das gilt auch für die Eltern. Es ist zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, in der Klasse 5 und 6 kommt es uns in allererster Linie darauf an, dass wir gesunde Lernpartnerschaften schaffen. Dass wir also sagen, wir arbeiten schon nach gymnasialen Standards, aber in allererster Linie ist es nicht das Fachliche, was uns interessiert, sondern das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Lernen für die Kinder. Was Herr Rüther eben sagt im Hinblick auf soziale Kompetenz, das findet tatsächlich dann auch in der Praxis so statt? Herr Rüther hat gerade angedeutet, dass die Sekundarschulen integrative Gruppen einrichten können. Das haben wir auch getan. Wir haben eine integrative Lerngruppe, wo 6 Kinder mit Förderbedarf, mit 18 Kindern, die eben keinen festgestellten Förderbedarf haben, gemeinsam lernen. Und speziell in der Gruppe fällt mir das immer wieder auf, wenn man da halt reingeht, sagt halt ein Kind, ich muss dem anderen Kind das nochmal eben erklären. Und das ist eine Sache, die finde ich halt ganz besonders, dass Kinder in der 5. Klasse in der Lage sind, das so zu formulieren. Ich gebe Hilfe, ich unterstütze. Und das ist eine Qualifikation, die wir später im Berufsleben unbedingt brauchen. Herr Tasch, muss ich doch mal in Richtung Eltern fragen. Sie sind stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender. Das brummt hier immer noch. Ja. Kriegt das in den Griff? Ich bin noch da, das ist schon mal gut. Mal wirklich in die Elternhäuser gefragt. Gibt es da nicht permanent auch Bedenken, da prallen jetzt Schüler aufeinander, die mehr talentiert oder weniger talentiert sind, die gehandicapt sind und die nicht gehandicapt sind. Das kann eigentlich nicht so der richtige Fluss sein. Wie schätzen Sie das ein? Also, jetzt geht's. Also was mir bislang schon so ein bisschen aufgestoßen ist, dass Gymnasiasten mit Kindern zusammensitzen, die Förderbedarf haben. Das klingt immer so, als wenn Kinder, die Förderbedarf haben, nicht den gymnasialen Stil erreichen. Ich sehe das im Gegenteil, dass wir bislang immer als Eltern stigmatisiert worden sind in der 4. Klasse. Dein Kind schafft bestimmte Anforderungen nicht. Es wird nicht an seinen Potenzialen gemessen, sondern an seinen Defiziten. Da sind ja nicht nur Eltern stigmatisiert worden. Nein, die Kinder. Ja. Also unsere Kinder. Wir als Eltern mussten das erleben, dass unsere Kinder darüber stigmatisiert wurden. Und ich denke mal, es geht darum, dass die Kinder da abgeholt werden, wo sie sind und mit ihren Potenzialen gefördert werden. Und da sehe ich bislang, also unser Sohn geht jetzt im 3. Jahr hierhin, deutliche Ansätze, dass das funktioniert. Und ein Kind, was möglicherweise Verhaltensauffälligkeiten hat oder eine Entwicklungsverzögerung hat, heißt ja nicht, dass der den gymnasialen Standard nicht erreicht, sondern möglicherweise Zeit braucht, dieses Potenzial, was er in sich trägt, einfach dann auch in dieser Zeit nach außen bringt und dann diese Anforderungen irgendwann in der Pubertät bringt und sagt so, warum jetzt nicht ich? Bislang war die Schulform so, dass wir die Erfahrung hatten, es wird einsortiert, schön kästchenweise, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und wenn alles nichts passt, dann gehst du auf eine Förderschule. Und ich glaube, das ist einfach ein System, was sich überholt hat. Die Landesregierung hat es Gott sei Dank eingesehen, dass es diese bindende Schulempfehlung nicht mehr gibt, sondern dass jetzt wieder auch hier an der Schule alle Möglichkeiten bestehen, dass die Kinder hier aufgenommen werden mit den Möglichkeiten, die sie haben. Nicht mit den Defiziten, sondern mit den Möglichkeiten. Das finde ich wichtig. Herr Ziegler, wenn Schloss Fahrenholz jetzt hergeht und sagt, also wir planen eine Sekundarschule, wir fangen 2013 damit an, ist dann zum einen die Realschule hier ein Auslaufmodell und zum anderen, was überwiegt bei Ihnen in der Motivation, diese Sekundarschule zu machen? Das, was eben gesagt wurde, man kann Schule nochmal komplett neu denken oder der Selbsterhaltungstrieb der Träger? Ja, das ist natürlich eine Frage, wo es so eine ganz eindeutige Antwort leider nicht drauf gibt. Ich denke, für uns ist es wichtig, einfach die Zeiten zu erkennen, wo geht Schulentwicklung hin. Ich denke, wir sind auch nicht zur Konkurrenz zu Herrn Wehrmann, da haben wir schon drüber gesprochen, Sekundarschule Nordlippe, sondern wir profitieren eher davon, weil Herr Wehrmann uns berät in unserem Prozess, hier eine Sekundarschule an den Start zu bringen. Ich glaube, wir haben sowieso einen besonderen Status, da wir
Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Bundesgebiet haben und nicht aus dem Kreis Lippe. Das ist nochmal eine Besonderheit, das muss man einfach auch nochmal so sehen. Und ich glaube, dass sich das Realschulsystem bewährt hat. Von daher halte ich den Begriff Auslaufmodell mir zu negativ besetzt. Wir machen uns auf den Weg, die Sekundarschule, die wir, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich auch schon über Jahre hinweg hatten, weil wir schon immer mit sehr heterogenen Schülerinnen und Schülern und mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, die ganz unterschiedliche Probleme mit sich bringen. Von daher ist der Schritt bei uns nicht so groß. Und ich finde es einfach nur wichtig, dass wir jetzt einfach auch nochmal offiziell die Möglichkeit haben, dieses breite Spektrum aufzunehmen. Und auch wir müssen uns nochmal in der Schule bewegen und müssen auch nochmal Unterricht ganz anders gestalten. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Was wir aber eigentlich auch schon in Ansätzen getan haben. Von daher ist diese hoffentliche Schulneugründung für uns eigentlich so, kann man sagen, eigentlich schon, hat sich zeitlich schon überlebt, weil wir das eigentlich schon seit mehreren Jahren tun. Hm. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, aufs Pädagogenherz. Ist das, was da jetzt kommt und dieses Umswitchen von Schulform, ist das für Sie persönlich Last oder ist es auch Lust? Also ich würde mal sagen, wenn wir, momentan ist es eine Last, weil wir den Antrag noch nicht durch haben. Wenn wir das geschafft. Aber Herr Rüther macht einen ganz sympathischen Eindruck, ne? Ich glaube, mit dem kommt er ins Geschäft. Ja, Herr Rüther entscheidet das ja nicht unbedingt. Von daher sind wir jetzt ja in dieser Phase, wo wir den Antrag gestellt haben und wo wir eigentlich dann warten auf das Ergebnis, was wir natürlich hoffen, dass es positiv sein wird. Und wenn das denn soweit ist, Anfang des nächsten Kalenderjahres, ich denke, dann geht es eigentlich an die eigentliche Arbeit. Das heißt, dann wird unsere Aufgabe sein, hier im Kollegium, hier in der gesamten Einrichtung, unser pädagogisches Konzept, das wir erstellt haben, sinnvoll umzusetzen und dann eben auch in die Praxis zu gehen. Und das bereitet mir dann wieder viel Lust. Das hört sich doch schon mal gut an. Herr Wehrmann, sind Sie wirklich Brüder im kollegialen Geiste oder greift er Ihnen doch die Schüler ab? Ich habe draußen auf dem Parkplatz vorhin mal geguckt, also das schönste Auto kam aus München, das ist weit genug weg. Wir haben keine Angst, nein. Nein, also wir profitieren ja auch so ein bisschen davon, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, dass wir so eine westfälische Randlage haben. Wir haben uns immer beschwert, dass wir da im Extertal immer weite Wege haben, nach Lemgo, nach Detmold, zu allem, was sich halt lohnt anzugucken. Und jetzt haben wir halt einmal die Situation, dass sich diese Randlage für uns positiv auswirkt. Also die Kinder kommen zu uns. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir sicher sind, dass sie nicht zu uns kommen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sondern dass sie gerne zu uns kommen. Und Sie sind für ostwestfälisch-lippische Schüler zuständig und er für alle? Also das kann man so nicht sagen. Diese Schuleinzugsgebiete, die gibt es nicht mehr, zumindest bei uns nicht. Und wir haben bei uns im pädagogischen Konzept ganz am Anfang stehen, wir sind eine Schule für alle Schüler. Und damit greife ich das doch mal auf, was Sie gerade gesagt haben, nicht nur für die ehemals potenziellen Haupt- und Realschüler, sondern auch für Förderschüler und für die Gymnasiasten. Und wenn dieser Gymnasiast oder der Förderschüler zufälligerweise aus Fahrenholz kommt und eine angenehme Busverbindung bekommt, dann soll er gerne zu uns kommen. Frau Witt, Sie kümmern sich um den Bundesverband Deutscher Privatschulen und machen da gewiss auch Lobbyarbeit. So heißen Sie, sehen auch zu, dass die Privatschulen gut im Markt sind. Ich versuche das nochmal, was ich bei Herrn Ziegler eben auch versucht habe, ist es auch und vielleicht zuvorderst eine betriebswirtschaftliche Überlegung, dass Privatschulen auch in der Senkrechten bleiben, wenn Sie jetzt über Sekundarschulen nachdenken? Und vielleicht vorgeschoben noch die Frage, ist das hier ein Vorreiter, Schloss Fahrenholz, oder findet es überall auch in Privatschulen jetzt so statt?
Ja, also Schloss Fahrenholz ist auf jeden Fall ein Vorreiter im Privatschulwesen, aber auch in der Schulform überhaupt. Ich habe diese Schule auch schon vor 4 Jahren hier mal besucht, zu einem Jubiläum. Und ich kann nur sagen, was eben auch der Schulleiter sagte, das pädagogische Konzept ist die Förderung eigentlich jeden Kindes. Das Kind, den Jugendlichen annehmen, wie er kommt und eben nicht nach den Defiziten gucken und einklassifizieren, sondern eben dann sehen, wo ist das Potenzial und damit umzugehen. Insofern ist Fahrenholz eine Leuchtturmschule. Sie ist private Schule, privates Engagement, aber sie ist eben auch Teil der öffentlichen Schule. Das darf man nicht vergessen. Und ich denke, egal ob staatliche Trägerschaft oder private Schule, es muss immer darum gehen, den Einzelnen zu fördern, den Jugendlichen in seinen Möglichkeiten zu dem zu machen, was an Potenzial da ist. Und zu der eigentlich ersten Frage, die ich aber als zweites beantworten sollte, nein, ich habe überhaupt gar keine Sorge, dass private Schulen diese Schulform aufnehmen müssen oder sollen, damit sie eben auf dem Markt bleiben. Also unsere privaten Schulen, gerade im allgemeinbildenden Bereich, haben eher nicht das Problem, dass sie zu wenig Schüler haben, sondern dass wir zu wenig Plätze haben. Wir haben bundesweit einen Durchschnitt von 9%. Und das ist absolut viel weniger als das, was die Menschen wollen. Sie wollen 30% haben. Das Problem, was wir als private Träger haben, dass wir 100% Schule leisten, dass wir aber nicht 100% Schule bezahlt bekommen. Wäre das nämlich so, dann wäre der Ausgleich der Eltern, die sich für einen privaten Träger entscheiden würden, noch viel, viel größer. Und ich glaube überhaupt, bei allem, was wir machen, wir reden jetzt sehr viel, es ist ja eine neue Form hier, wir reden halt viel über die Schulform oder die Schulform. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht um die Schulform nur geht, sondern dass es eben um das pädagogische Konzept geht. Das sagten Sie eben, es ist nicht nur die Form, sondern wie sie ausgefüllt wird. Und dass man ein Konzept findet, und da ist vielleicht die Sekundarschule ein gutes Medium, wo man endlich davon abgeht, in Stufen zu denken, sondern eben für den Schüler zu denken und an seinen Möglichkeiten individuell ein Konzept zur Beschulung aufzunehmen und jeweils nach Fachgebieten und nicht nach Altersstufen. Das ist das Wichtigste. Kurze Nachfrage, Sie machen 100% Schule, kriegen aber nicht 100% bezahlt. Heißt das, wir müssen gleich mit dem Klingelbeutel rumgehen? Oder warum betreiben Sie dieses Geschäft trotzdem? Ja, weil wir eben Pädagogen aus Überzeugung sind und weil wir unsere pädagogischen Leitideen einfach auch umsetzen wollen, gerade für diejenigen, die vielleicht nicht immer in genau einen bestimmten Maßstab passen, weil wir neue Dinge ausprobieren wollen, weil wir uns auch unserer pädagogischen Verantwortung stellen wollen. Und da gibt es eben private Menschen, Elterngruppen oder Lehrer oder auch Firmen, die sich einer Schulform entsprechend zuwidmen mit Spenden, mit Förderkonzepten. Es gibt eben private Initiative, das ist eben auch Bürgerinitiative innerhalb von Deutschland. Aber leider, wir sind natürlich im Grundgesetz auch verankert, Gott sei Dank, sonst gäbe es an der einen oder anderen Stelle noch weniger private Schulen. Aber dennoch haben wir in Deutschland eben nicht die Situation, dass die Schule auch vollkommen finanziert wird. Herr Rüther, jetzt könnte der Herr Ziegler ganz pragmatisch auf die Idee kommen, ich dübel da mal 2013 ein Schild an das Portal und da steht dann drauf Sekundarschule und fertig. Ganz so einfach ist das nicht. Es gilt richtig zu arbeiten, bevor es losgehen kann. Was ist zu tun? Ich denke zum Beispiel daran, wenn es auch um integrativen Unterricht geht, sind solche Schulen, wie wir sie hier vorfinden, sind die automatisch barrierefrei oder muss auch da etwas passieren? Also zunächst mal ist es richtig, dass es ein Genehmigungsverfahren gibt. Die Schule hat fristgerecht bis zum 31.10. musste ein Antrag gestellt werden bei der Bezirksregierung. In der Bezirksregierung ist das Dezernat 48 dafür zuständig, das ist die Rechtsabteilung, die prüft.
Und das Dezernat 44 ist dasjenige, was schulfachlich prüft. Das ist das Gesamtschuldezernat. Die schauen auf das pädagogische Konzept. Das kann nachgereicht werden, das ist kein Problem. Barrierefreiheit ist nicht die, die wir hier vielleicht sehen, die hier, dass hier vielleicht eine Rampe gebaut wird, sondern Barrierefreiheit muss im Kopf passieren. Und zwar im Kopf derjenigen, die hier arbeiten, die unterrichten, und der Jugendlichen und der Kinder, die hier beschult werden. Das geht natürlich von der Schulleitung zunächst einmal in das Kollegium und über das Kollegium an die anderen Mitarbeiter und an die Schülerinnen und Schüler. Das Konzept aus Fahrenholz habe ich noch nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass man hier sich gut darauf vorbereitet hat, denn die Schule ist Korrespondenzschule. Sie arbeitet, Herr Ziegel hat das eben schon angedeutet, wir müssen über anderen Unterricht nachdenken. Dieser andere Unterricht findet zum großen Teil schon statt. Das heißt, die Schule bildet sich fort, indem sie Methoden, Team- und Kommunikationstrainingsmethoden kennenlernt und das eben als System verankert in der Schule. Da sind sie auf einem guten Weg und ich denke, dass genau das den Reiz ausmacht, womit man demnächst Schule anders denken muss. Heißt das auch, dass man Lehrer anders denken muss? Ja, natürlich. Also der Lehrer muss ganz anders, aber ich glaube, dass Herr Ziegler deutete eben schon an, dass es hier auch schon eine sehr breit gefächerte heterogene Schülerschaft an der Schule gibt, dass die Lehrerinnen und Lehrer hier schon auch sehr bindifferenziert denken müssen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen lernen nicht zur selben Zeit das Gleiche, zur gleichen Zeit dasselbe, sondern sie müssen an der Thematik in unterschiedlichen Lerntempi mit unterschiedlichen Angeboten lernen. Und das ist das, was eben Schule der Zukunft ausmacht und das Ganze eben nicht mehr unter dem Deckel, um da eben noch auf das zurückzukommen, was Sie eben Herrn Ziegler fragten, ist Realschule jetzt out, sondern dass die Realschule, dass die Sekundarschule jetzt mit anderen Möglichkeiten auch der Abschlussorientierung arbeiten kann und nicht unter dem Zwang steht, der APO, der allgemeinen Prüfungsordnung der Realschulen, sondern eben unter den Möglichkeiten, alle Abschlüsse in dieser Schulform vergeben zu können. Das ist wiederum ein neuerer Anreiz und das bedeutet, dass die Kinder eben entsprechend, wie der Vater eben es auch aus der Sicht der Elternschaft gefordert hat, entsprechend ihren Begabungen gefördert werden können. Und da kann eben nicht jedes Kind zum Abitur geführt werden. Frau Witt, Sie wollen ergänzen. Ja, ich freue mich, dass wir hier an dieser Schule ja ein Team haben, was schon lange auf diesem Weg sich weitergebildet hat, im Kopfe und eben auch mit entsprechenden Fortbildungen. Aber dennoch muss man ganz klar sagen, dass wir nicht nur jetzt, was diese Schulform angeht, sondern vor allen Dingen diese Mammutaufgabe, integrativ wirklich Schule zu betreiben, dass wir da unsere Lehrerfortbildung ganz massiv jetzt für die Lehrer, die an den Schulen sind und die wir eben nicht nachsteuern können durch eine, von vornherein damit berücksichtigende Bildung im Studium, sondern wir haben Ängste in den Teams. Also wir haben ja nicht nur als privater Verband Kontakte zu Privatschulen, sondern eben auch in Diskussionen viel zu staatlichen Schulen. Und da sind eben die Teams nicht darauf vorbereitet. Und da gilt es eben für alle Lehrer, entsprechende Konzepte zur Weiterbildung durchzuführen und nicht einige wenige nur, die, sag ich mal, für ein Team mal eine kurze Fortbildung machen und sollen es weitertragen, sondern da ist viel zu tun und dafür muss auch Geld her. Also gebe ich Ihnen recht, die Schule hier hat sich auf den Weg gemacht, um für ihr System eine Möglichkeit zu finden, dass alle wissen, wie sie methodisch teamorientiert und kommunikativ vorgehen können in ihrem Unterricht. Wichtig ist, was Sie sicherlich sagen, dass das Land sich in der Verantwortung sieht, für die kommende Aufgabe der inklusiven Beschulung entsprechend den Lehrerinnen und Lehrern Fortbildung zu geben. Ich bin gleichzeitig Leiter des Kompetenzteams hier für den Kreis Lippe. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die in einer landesweiten Fortbildung sind. Unserem demnächst herauskommenden Fortbildungskatalog, so er denn genehmigt wird durch die Personalräte,
kann man entnehmen, dass wir Personen vorhalten, die ganze Systeme dementsprechend fortbilden können. Ich halte in diesem Zusammenhang nichts davon, von Workshops, wo einzelne Lehrer, die Interesse haben, sich fortbilden können, sondern hier kann man eigentlich nur im System arbeiten, damit auch diese Barrierefreiheit im Kopf aller passiert und nicht einzelner Kollegen, die ohnehin interessiert sind an der Sache. Ich muss noch mal ein bisschen nachfragen, wie das hier so mit Ihnen funktioniert, beziehungsweise wie es in der Unterscheidung funktioniert zwischen dem Herrn Wehrmann und dem Herrn Ziegler. Heißt es für Sie, von Herrn Wehrmann lernen heißt Sekundarschule machen lernen? Weil er hat ja schon vorgearbeitet, ne? Man kann ja drauf gucken, was da passiert ist. Also ich denke, dass sowieso immer Systeme, wenn sie offen sind, Schulsysteme immer voneinander lernen können. Das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Sekundarschule von Herrn Wehrmann, sondern ich denke, es ist ganz wichtig, dass eine Offenheit besteht. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Partnerinternat Gut Bödeken im Grundschulbereich. Da bietet natürlich eine Sekundarschule dann eben auch die Möglichkeit zu gucken, wie kann man da sozusagen Übergänge noch besser gestalten, wie kann man dann eben auch mit einem Partnerinternat, wie kann man da eben dieses längere gemeinsame Lernen wirklich verwirklichen, weil für mich ist es oder für uns ist es einfach wichtig, Kolleginnen und Kollegen müssen Sicherheit gewinnen. Das heißt, Frau Witt hat das angedeutet, wir müssen Möglichkeiten schaffen, weiterzubilden, fortzubilden, gerade in dem Bereich, dass wir sagen, die Spanne geht noch weiter auseinander und wir müssen dabei auch die Eltern mit ins Boot nehmen, weil die natürlich auch berechtigte Bedenken haben, die sagen, wie kann das denn funktionieren, wie können denn gleichzeitig Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und gymnasiale Standards erreichen. Herr Tausch hat das angedeutet. Man muss halt auch gucken, wir haben hier Kinder, Jugendliche, die eine ganz eigene Schulkarriere haben. Und diese Schulkarriere müssen wir berücksichtigen. Wir können hier sowieso nicht mit homogenen Gruppen arbeiten, die gibt es ja definitiv auch gar nicht. Von daher denke ich mir, ist da ein ständiger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die Dinge auch schon erarbeitet haben, sehr wichtig. Ich hatte eben noch ein sehr erfreuliches Gespräch mit unseren Kooperationspartnern im weiterführenden Bereich mit dem Herrn Stock und dem Herrn Kreisel. Das sind die Schulleiter von den Berufskollegs in Lemgo. Wir haben also gemeinsam erörtert, die Sekundarschule bietet jetzt erstmals die Möglichkeit zu sagen, hier ist also über die 10. Klasse hinaus eine Chance geschaffen, Schülerinnen und Schüler dann zu weiteren Bildungsgängen zu führen, sie zu weiteren Abschlüssen zu führen und wir können eigentlich ein so breites Spektrum anbieten, das wirklich jedem Schüler gerecht werden kann. Das freut mich besonders, wie gesagt, dass diese Kooperation möglich ist. Parallel dazu haben wir ja das Weser-Gymnasium als Kooperationspartner mit im Boot, sodass wir sozusagen ein ganz weites, breites Bildungsspektrum abdecken können. Sind Sie auf den Herrn Wehrmann gar nicht so eingestiegen, war vielleicht auch nicht so gewollt, ne? Ich frage trotzdem nochmal nach. Ich habe vorhin im Vorgespräch irgendwo ein bisschen gelauscht, das sind immer die besten Informationsquellen, da habe ich gehört, wenn bei Ihnen eine neue Klasse entsteht, 5. Klasse, dann gehen Sie erstmal mit den Schülern und mit Lehrer oder Lehrerin eine Woche aufs Meer, innerhalb der Ferien. Könnte ich mir bei Ihnen schlechterdings vorstellen. Ich glaube, das machen Ihre Lehrer nicht mit, oder? Ich habe sie noch nicht gefragt. Ich glaube, das sind aber auch so ein bisschen die unterschiedlichen Situationen, in denen wir arbeiten. Wir machen ganz viel mit den Klassenteams zusammen, also Klassenleitungen und die Schüler und auch Eltern. Wir haben jetzt zum Beispiel am 19. so ein gemeinsames Frühstück, 110 Kinder plus 220 Eltern plus das Kollegium. Das wird irgendwie ein Riesending. Und das sind halt so die Sachen, die wir halt machen können. Ne? Aber wir können nicht mal eben ein Boot chartern mit 110 Kindern. Das ist einfach logistisch nicht drin.
Wie passiert das jetzt logistisch, wenn Sie Sekundarschule vorbereiten? 25 Lehrer sind hier unterwegs, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Wenn Sie die entsprechend aufs Gleis setzen wollen, die sich sicher auch bereitwillig aufs Gleis setzen lassen. Sie haben ja auch einen Regelschulbetrieb bis dahin, der auch gewährleistet sein muss. Wie geht das nebeneinander her? Ich habe da oben studiert am schwarzen Brett, also die Frau Quest, die ist so schon ganz gut ausgelastet. Ja, also es geht sowieso nur über ein erhöhtes Engagement von allen Beteiligten, das ist ganz klar. Das kann man auch gar nicht leugnen. Ich glaube, das wissen auch alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass es die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, mit Mehrarbeiten auch verbunden sind. Aber ich denke, wir werden dort Arbeitsgruppen bilden und wir werden auch für Entlastungen schaffen. Also wichtig ist, wir haben das ja gesagt, ein pädagogisches Konzept. Herr Rüther sprach davon, das wird natürlich genau beäugt, aber das steht erstmal auf dem Papier. Letztendlich müssen wir es in die Praxis umsetzen. Und dafür werden wir uns dann, wenn die Genehmigung erfolgt ist, auf den Weg machen. Wir werden eine Steuergruppe bilden, wo Kolleginnen und Kollegen aus der Schule und auch aus dem Internaten mit dabei sind. Und die dann wirklich die Sekundarschule, den Einstieg im 5-6 vorbereiten und das dann sozusagen auch in das gesamte Kollegium, in die gesamte Einrichtung streuen. Das ist mit einem hohen Aufwand verbunden, aber es gibt einfach auch eine Zukunftsperspektive und eine Perspektive, längerfristig auch hier arbeiten zu können und auch längerfristig eine möglichst große Berufszufriedenheit zu haben, weil ich glaube, dass es natürlich schon wichtig ist, dass wir wegkommen von dieser Einsortierung nach der vierten Klasse. Das ist der klassische Hauptschüler, das ist der Realschüler und der Gymnasiast. Das wollen wir auch gar nicht und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass diese Bildungsgänge, die Bildungskarrieren eben nicht frühzeitig festgelegt werden, sondern dass die möglichst lange offen gehalten werden. Und das ist einfach ein Auftrag, den haben wir hier und den müssen wir auch ernst nehmen und den nehmen wir auch gerne an. Wollen wir nochmal richtig in die Praxis gehen, Herr Tausch? Als stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender gehe ich davon aus, dass Sie eine Tochter oder einen Sohn hier untergebracht haben, einen Sohn. Stellen Sie sich vor, ein paar Jahre nochmal zurück, Sie müssten mit diesem Sohn nochmal darüber sprechen, da kommt jetzt eine andere Schule auf dich zu und diese Schule ist eine Sekundarschule. Wie würden Sie Ihrem Sohn diese Schule erklären? Und hätte der Sohn, um das gleich zu erweitern, hätte der Sohn zu Recht die Befürchtung, also ich bin vielleicht so im Mittelfeld unterwegs, da kommen jetzt so 9-mal kluge, eigentlich Gymnasiasten, und da kommen aber auch so Hauptschüler, wie ich sie bisher kannte, mit denen kannst du dich eh nur kloppen. Wie geht das? Was ist jetzt daran fiktiv? Alles. Also, ich kann mich jetzt noch sehr gut gerade daran erinnern, dass wir vor ungefähr 3 Stunden zu Hause gesessen haben und mein Sohn tatsächlich die Frage stellte, was passiert da jetzt? Also die Diskussion ist ja da. Wer Schullandschaft beobachtet, wird einfach merken, dass hier was passiert. Also ist zumindest schon mal die Ausgangslage nicht fiktiv. Nein, überhaupt nicht. Es ist ja auch bislang so, dass in den Klassen, so wie sie bestehen, eben heterogene Gegebenheiten vorhanden sind. Und da ist der 9-mal Kluge, der sich gerne mit dem Klassenlehrer darüber unterhält, in welchem Umfang dürfen jetzt pädagogische Studientage oder irgendwelche Methodentage laufen und auf das Schulgesetz verweist und vielleicht besser als der Klassenlehrer das weiß. Ich möchte auf eins zurückkommen, was Herr Ziegler gerade gesagt hat. Ich glaube gar nicht, dass Sie die Kollegen hier motivieren müssen, sich auf dieses neue Umfeld einzustellen, sondern die Lehrer sind, was ich als Vater hier erlebe, mit einer deutlich höheren Motivation ohnehin beschlagen, als das, was an Regelschulen da ist. Sie können ohne Probleme von der Elternschaft Informationen von den Lehrern bekommen, bis tief in die Nacht hinein. Mit jedem Problem können Sie sich
zu jeder Zeit an die Lehrer hier wenden und bekommen sofort umgehend Informationen, die sie an Regelschulen vielleicht in 2 oder 3 Tagen irgendwann erhalten. Ist das eine Haltungsfrage oder liegt das daran, weil hier drumherum nichts los ist? Also soviel ich weiß, haben die meisten der Lehrerkollegen, die hier sind, alle zu Hause, wo sie nicht hier wohnen. Also die haben auch hier Privatleben, aber die Motivation, sich mit ihren Klassen auseinanderzusetzen, ist eine deutlich größere, glaube ich zu wissen. Untermauert dadurch, dass man E-Mails bekommt, wo unten drunter steht, Herr Tausch, das ist doch selbstverständlich, wir sind doch Lehrer, die helfen. Also das, was an Motivation da ist, brauchen wir nicht, glaube ich, hier noch verstärken. Sicherlich ist es wichtig, dass die Lehrer hier eine Entlastung bekommen für das, was sie tun, was zusätzlich kommt, aber sie sind extrem motiviert, das muss man schon sagen. Deswegen habe ich auch nicht Angst davor, dass hier noch weitere heterogene Strukturen dazukommen, sondern die Konzepte sind ja schon da. Es kommt ein anderes Klingelschild an die Tür, aber das, was dahinter wohnt, ist schon gut, so wie es ist. So wie Sie es verkaufen, klingt es ein wenig nach pädagogischem Schlaraffenland. Frage ich mich natürlich bei Herrn Wehrmann, ob so langsam aber sicher Jobneid entsteht. Nein, also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich würde da gerne noch mal auf das eingehen, was Herr Tausch gerade gesagt hat, was so die Motivation der Kollegien anbetrifft und dann so einen klaren Schnitt macht zwischen den staatlichen Regelschulen und den privaten Schulen. Ich denke, das, was viele von Ihnen im Publikum unter dem Lehrer verstehen, ne, so wie früher, wir denken an Feuerzangenbowle und all diese anderen Geschichten, das gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir wissen natürlich auch, da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die tatsächlich sagen, um 2 Uhr ist Schluss, weil um 2:30 ist Tennis. Aber die Anzahl dieser Kolleginnen und Kollegen ist so gering, dass sie meiner Ansicht nach gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Heutzutage ist es so, dass der Lehrerberuf ein äußerst anspruchsvoller, sehr anstrengender Beruf ist. Und jeder, der sich mal irgendwann im Studium auf den Weg macht, sowas zu tun, der wäre verrückt, wenn er sich nicht vorher schlau macht. Also da können wir jetzt erstmal von ausgehen. Und das kann ich für mein Kollegium doppelt unterstreichen. So, da kriegen wir also keinen Keil dazwischen. Ich habe es auch nicht ernsthaft versucht. Meine Damen und Herren, und ich würde Ihnen gern auch anbieten, mit dieser Runde zu diskutieren, so auf der letzten Zeitstrecke, die wir hier miteinander im Rund verbringen. Also wann immer da eine Frage drängt oder Sie sagen, Mensch, da hätte ich aber gern nochmal nachgehakt, tun Sie das bitte. Wir sind hier ziemlich unter uns, können über alles reden, nur eben nicht über ein Viertelstunde. Gibt es etwas? Komme ich gerade zu Ihnen, damit wir es alle verstehen. Ja, also ich habe eine Frage. Zunächst mal hört sich das so an, als ob es bei der Umgestaltung oder bei der Einführung der Sekundarschule um die Etablierung einer neuen Haltung der Schülerschaft gegenüber geht. Das muss ja sich trotzdem irgendwie im Unterrichtsbetrieb niederschlagen. Also darüber hinaus, dass eben in der Klasse, in der vormals nur Realschülerinnen waren, eben auch ehemalige Förderschülerinnen und Gymnasiastinnen sein würden. Wie wirkt sich das dann auf den Lehrplan aus? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn allen Schülern gerecht geworden werden, wenn man allen Schülern gerecht werden will als Lehrer, dann ja, und es ist ja auch gesagt worden, dass jeder Schüler dort abgeholt werden soll, wo er steht. Dann muss es ja trotzdem Möglichkeiten geben, die Schüler miteinander zu vergleichen, also das Notensystem. Und also würde diese Bewertung dann das ganze Konzept nicht irgendwie ad absurdum führen, wenn dann durch die Benotung dann am Ende trotzdem wieder die Diskrepanz zwischen Förderschülern am einen Ende und Gymnasialschülern am anderen Ende sichtbar wird? Okay, ich versuche das gerade vielleicht nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Zum einen, was passiert mit dem Lehrplan? Zum anderen, ich würde gerne den Faktor Zeit auch mal mit draufpacken. Kriegt man eigentlich dieselben Lerninhalte wie bisher
in derselben Zeit transportiert oder muss man dafür nicht eigentlich mehr Zeit haben, damit alle mitkommen, egal in welcher Qualität sie da unterwegs sind? Wer mag antworten? Herr Rüther. Ja, zunächst einmal haben Sie nach dem Leistungsprinzip gefragt. In der Klasse 5-6 ist es ja so, dass wir hier eine integrative Beschulung machen. Das heißt also, hier ist es sicherlich so, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich eine sehr gut überlegen müssen, wie sie an Schülerinnen und Schüler zurückmelden oder aber auch innerhalb ihres Kollegiums, nach welchem Leistungskonzept sie jetzt Schülerinnen und Schüler beurteilen müssen. Die Beurteilung ist da, das ist nicht wegzuleugnen, das ist auch im Schulgesetz so vorgesehen. Danach, ab Klasse 7, ich hatte das eben angedeutet, wird auch diese Schule sich teilintegrativ aufstellen. Das heißt, danach wird es Kurse geben, also Schüler und Schülerinnen, die in einem bestimmten Fach, nehmen wir mal an, das Fach Mathematik, sich dort besonders gut ihre Begabungen in diesem Fach Mathematik haben, werden zusammengefasst in einem Leistungskurs und die anderen Schüler werden in einem Grundkurs zusammengefasst. Danach wiederum wird sich nachher auch der Abschluss, den Sie erreichen können, richten. Können Sie den Hauptschulabschluss bekommen nach Klasse 9 oder nach Klasse 10 oder bekommen Sie den mittleren Bildungsabschluss oder bekommen Sie den mittleren Bildungsabschluss mit Qualifikation, um dann in die gymnasiale Oberstufe wechseln zu können? Das wird sich nicht ändern. Ich würde gerne mal was zu dem Grundsätzlichen sagen. Sie sagen Realschüler, Hauptschüler, Gymnasiasten. Sie müssen sich mal vorstellen, was wir in den letzten Jahrzehnten getan haben. Wir haben erstens festgelegt, das ist ein Hauptschulkind, das ist ein Realschulkind, das ist ein Gymnasialkind. Nicht nur das, wir haben das zu einem gewissen Alter festgelegt, nämlich nach der vierten Klasse. Das ist doch verrückt. Wenn wir hier mal so rumfragen würden, ich würde wetten, dass da bestimmt 30-40% der Menschen, die hier im Raum sitzen, irgendwann zwischendrin mal die Schule gewechselt haben, weil die Entscheidung nach der Klasse 4 einfach falsch war. Das, was wir jetzt tun, ist, dass wir auf der einen Seite, Herr Rüther sagte das gerade, in der Klasse 7 differenzieren in den, so wie wir nennen sie, Kernfächer in Mathe und Englisch. Aber es gibt auch Neigungsfächer. Also es gibt in der Klasse 6 einen Wahlpflichtunterricht, wo es darum geht, was interessiert dich denn als Kind? Bist du ein sprachbegabtes Kind? Dann wählst du Französisch. Bist du ein Kind, das technisch interessiert ist? Gehst du halt in die Richtung. Bist du ein Kind, das naturwissenschaftlich unterwegs ist? Dann nehme ich halt eben diesen Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften. Also wir versuchen tatsächlich, die Neigungen der Kinder abzufragen und diese Neigung zu bedienen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Sekundarschule ist eine Schule, eine sehr gute, mit einem sehr guten Konzept, aber keine Zauberei. Wir werden also auch in Sekundarschulen, das ist mal ganz platt zu sagen, nicht nur Rennpferde am Ende der Klasse 10 haben. Das ist nun mal so. Wir sind dem Umstand so entgegengegangen, dass wir gesagt haben, Klassenarbeiten haben mindestens zwei Niveaus. Also jede Aufgabe wird in zwei Niveaus dargestellt und die Kinder können halt für sich wählen, nämlich das Leichtere, das Schwierigere, können auch zwischendrin wechseln. Nur wir suchen uns nicht das Richtige aus. So, und am Ende wird dann zusammengezählt. Es kann nicht jeder eine Eins kriegen. Das ist auch an einer Sekundarschule nicht anders. Ja, aber das mit den Rennpferden, ganz kurz, ja. Dann komme ich zu Ihnen. Ich möchte bei den Rennpferden tatsächlich nochmal ansetzen, weil geht denn irgendetwas schneller, als der Langsame es möglich macht? Oder wird der Verbund insgesamt, die Klasse, langsamer, weil eben der Langsamere jetzt neu dabei ist, der vorher nicht da war? Auch Redakteure vom Radio müssen Schule neu denken. Wir haben also nicht den Anspruch, dass tatsächlich alle in der gleichen Zeit das Gleiche lernen. Und auch nicht alle werden ein Thema so allumfassend durchdringen. Das wissen wir. Ne, und das wird sich dann eben auch in den Noten auswirken. Also das. Dann helfen Sie mir doch gerade beim Neudenken. Ich habe da eine Aufgabe bekommen. Darf ich mir Klassenverbünde weiter so vorstellen wie bisher? Oder franzen die stärker aus, weil stärker auf Neigungen Rücksicht genommen wird und auch stärker auf Leistungsvermögen? Also ich glaube, dass sich schon was verändern wird, auch was die Differenzierung von Klassen, die äußere Differenzierung angeht. Ich denke, das ist aber hier bei uns in Fahrenholz sowieso
mit kleineren Klassen, mit kleineren Lerngruppen eigentlich sehr gut geregelt. Ich wollte aber auch nochmal auf die Äußerungen zurückkommen, auch auf die Bedenken. Natürlich wird es auch weiterhin Lernstand geben, es wird auch weiterhin zentrale Abschlussprüfungen geben. Das ist, glaube ich, auch keine Frage. Also das ist auch wichtig, dass es dass auch weiter diese standardisierten Überprüfungen stattfinden. Ich glaube, was ganz klar der Vorteil ist und was eigentlich auch Eltern, glaube ich, beruhigen kann, ist, dass das System länger offen lässt, in welche Richtung geht es und von daher die Chancen einfach erhöht werden, weil der Übergang von einer Hauptschule an eine Realschule im momentanen Schulsystem deutlich schwieriger ist oder von einer Realschule in ein Gymnasium, als es in einem Sekundarschulsystem möglich ist. Das heißt, dort ist auch innerhalb der Schulzeit ein Wechsel von Kursen auch möglich, wenn sich dementsprechend eine Leistungsentwicklung eingestellt hat. Und ich glaube, auch ein zentraler Begriff muss immer die Leistung auch bleiben. Ja, auch wie Herr Wehrmann das beschrieben hat, natürlich findet in 5-6 nicht nur Kuschelpädagogik statt, ja, sondern es geht einfach darum, denke ich mir, eine Basis zu legen, wo Kinder zusammenarbeiten können, wo sie eben ja auch Vertrauen entwickeln und einfach auch sich aufgehoben fühlen und dann sind sie auch in der Lage, Leistung zu entwickeln. Ja, also Leistung, finde ich, ist ein Begriff, der für mich eigentlich positiv besetzt ist und nicht dazu führen soll, dass man sagt, ich will nach Leistung sofort aussortieren. Und Leistung muss auch nicht heißen, dass es nur Leistung gibt, auch das habe ich ja gelernt, es gibt eben nicht nur Rennpferde, sondern auch Ponys. Herr Tausch, ich würde gerne noch mal nachfragen, haben Sie eine Fantasie, wie solch ein Schultyp in ein paar Jahren in der Gesellschaft akzeptiert wird? Wird das was sein, wo man sich vorstellen kann, ja, das ist ein Qualitätssiegel, weil es eine besondere Qualität von schulischer Bildung ist? Oder gerät es möglicherweise auch so zwischen die Räder wie Waldorfschulen gelegentlich, zumindest wenn wir an Stammtischen angekommen sind, dann wird ja auch jeder be- und missliebige Scherz drüber gemacht. Also ich glaube, Herr Rüther hat vorhin schon mal gesagt, dass das Sekundarschulprinzip ja eigentlich schon besteht. Es ist ja nichts Neues. Platt formuliert ist Sekundarschule alles, das ohne Sekundarstufe 2. Aber ich finde gerade den Ansatz sehr reizvoll und ich glaube, da werden wir uns nicht auf Stammtischniveau begeben und das kaputt diskutieren, sondern ein Aspekt, der noch gar nicht betrachtet wurde und der kommt als Stärke der Sekundarschule ja noch obendrauf. Es gibt fest definierte Übergänge an andere weiterführende Schulen. Und das bringt keine Waldorfschule und da können wir uns auch gerne am Stammtisch wieder treffen, sondern das, was Sekundarschule leistet, ist eine feste Kooperation, entweder mit einem Berufskolleg, die irgendwo Detmold, Lüttfeld irgendwo liegen, oder aber mit einem Gymnasium. Und ich kann das aus meiner eigenen Schulzeit nur reflektieren, als man als Realschüler übergegangen ist ans Gymnasium, war das eher so, ach, da kommen ja welche, die brauchen wir gar nicht. Und hier wird jetzt auch für die Schüler, die hier unterrichtet werden, eine Schnittstelle definiert, die ganz klar ist, wenn du den gymnasialen Zweig beschreitest, gehst du an eine bestimmte Schule und diese Schule empfängt dich und wir geben dich ab, vorbereitet mit den Schnittstellen, wenn es denn so gelebt wird von beiden Schulen. Und ich glaube, dann sind wir lange von diesen Stammtischgesprächen weg nach dem Motto, ja mein Gott, der geht auf eine Sekundarschule, das ist ja alles nur Brei, im Gegenteil. Das ist eine Definition, wo man sagt, das Gymnasium, was sich ansonsten immer abgehoben hat und hat gesagt, wir machen unsere eigene Aufzucht, die bekommen jetzt Rennpferde dazu von einem anderen Stall, die aber schon mal das Pensum auch wissen und kennen. Schön, wie Sie im Bild bleiben mit den Pferden, bitte. Also ich bin gerne, greife das Bild nochmal gerne auf. Wichtig ist, dass die Pferde jetzt ein Jahr länger trainiert werden können, als wenn sie direkt in das Gymnasium gehen. Das heißt also, hier finden wir nicht, müssen die Pferde nicht sich überfordern, indem sie in G8 vielleicht das Ziel erreichen, sondern hier ist ein,
denkt man G9, also sie haben 9 Jahre Zeit, das Abitur zu machen, und das ist nicht zu ver... Bei vielen Schülern, die wir auch eben, die Schülergruppen, die wir eben schon mal besprochen haben, wo wir gesagt haben, es gibt Spätentwickler, es gibt Kinder, die sich erst im Laufe ihrer Schulzeit entwickeln. Herr Dausch hat eben gesagt, vielleicht nach der Pubertät oder während der Pubertät eine andere Richtung einschlagen, erkennen, das ist etwas für mich, ich möchte auch gerne lernen und möchte weiter lernen. Und da haben wir für die Schüler eine zusätzliche Chance gefunden. Frau Witt, habe ich jetzt einen letzten Interpretationsversuch noch, dann sind wir auch durch mit dem Thema. Die Sekundarschule ist der verlängerte Tunnel und die Schulen, die dann aufnehmen, das sind die Lichter am Ende des Tunnels. Ist es so richtig? Nein. Im positiven Sinn der Tunnel. In diesen Stall kriegen Sie mich nicht rein. Nein. Also die Sekundarschule ist schon eine gute Entwicklung, denn wenn wir mal betrachten, in nordischen Ländern haben wir das, was wir hier Sekundarschule nennen, eigentlich schon immer, dass man nämlich eben nicht vorher differenziert hat und man hat gesagt, es gibt die Schule und hier wird jedes Kind in seinen Stufen gefördert. Da gibt es sogar, dass eben nicht man in Mathe oder was man in Mathe in der Klasse 7 sein kann oder in Mathe in der Klasse 8. Also da gibt es noch andere Differenzierungsmöglichkeiten. Also wir können uns da auch weiterentwickeln. Trotz alledem würde ich nicht sagen, gibt es in Zukunft kein Gymnasium mehr, keine Realschule, keine Hauptschule. Nein, es muss immer das Konzept geben, wie man in einer Region und mit den Bedarfen in einer Region gute Schule betreibt. Und ich denke, die Sekundarschule in NRW ist sicherlich ein gutes Moment, auch um Schule einmal anders und gesamtgesellschaftlich zu denken, um Barrieren im Kopf abzubauen, um die Integration, ich sag mal, natürlich in dieser Schulform leichter mit anzusetzen und vor allen Dingen den Aspekt, das würde ich gerne am Ende nochmal sagen, gemeinsam lernen sind eben nicht nur Fakten und Inhalte, sondern sind, wenn wir mal europäisch denken, an all die Output-Orientierung, ist vor allen Dingen auch das Kompetenzlernen, ja, die Persönlichkeit des Menschen. Und da kommt eben bei der Differenzierung, wo die Schüler auch miteinander lernen, der eine den anderen unterstützt, von den Stufen her, der Starke dem Schwachen auch etwas beibringt, der Behinderte etwas von dem Nichtbehinderten lernt und umgekehrt der Nichtbehinderte ganz viel auch von dem Behinderten lernen kann und damit auch besondere Stärken ausbaut. Das sind Momente, wo ich sage als Pädagoge, jawohl, das ist ein richtiger Weg und alle Schulformen müssen sich auf diesen Weg machen und das Thema Barrieren im Kopfe, das ist bei den Kindern sicherlich nicht der Fall. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Das kommt höchstens, dass wir als Erwachsene durch unsere Sozialisation sie haben. Und die abzubauen, da ist sicherlich die Sekundarschule eine Schulform, die das mit unterstützen kann. Und deshalb unterstützen wir auch diese Schulform. Okay, ich schaue immer mal wieder ins Rund. Wenn noch irgendwo eine Hand hochgeht, bin ich doch schnell zur Stelle. Ich komme mal gerade zu Ihnen, dann verstehen wir es auch alle. Schulleiter sprach eben von den kleineren Lerngruppen. Mich würde mal interessieren, wie groß die sind oder ob Sie das etwas präzisieren können. Also bitte noch ein bisschen Praxis ran. Ja, wir werden ja im nächsten Schuljahr, wenn denn der Antrag durchgeht und wir die Sekundarschule an den Start bringen können, mit einer Klasse 5 oder mit einer Klasse 5-6 oder wenn es geht, mit 2 Klassen 5 starten, sodass wir momentan im Antrag von maximal oder von mindestens 30 Schülerinnen und Schülern ausgehen. Wenn man jetzt das aufteilt in die Lerngruppen, sind das Lerngruppen zwischen 10 und 15 Schülerinnen und Schülern. Das ist die Anzahl. Wir haben jetzt eine 5. Klasse bei uns mit momentan 10 Schülerinnen und Schülern, das sind natürlich optimale Verhältnisse. Ob wir das so in der Form durchhalten werden können, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Zielsetzung, wo wir mit an den Start gehen. Frau Witt hat es eben auf europäische Weite gezogen, ich hole es jetzt mal wieder auf lippische Nähe herab. Herr Rüther, ein Stichwort, das wir noch gar nicht mitbeackert haben, wenn ich mir überlege, wie demografische Entwicklung gerade geht, gerade in Lippe, gerade
hier in Nordlippe, aber auch im Südosten. Da passiert ja richtig was und das ist nicht alles gut, was da passiert. Ist nicht da zwangsläufig schon die Folge, dass wir künftig über die Sekundarschule als Normalfall reden? Das ist sicherlich so. Wir haben ja auch hier, ich habe eben die beiden schon begrüßt, die Schulleiterin aus der Hauptschule im Kalletal in Hohenhausen und den Schulleiter der Gemeinschaftsschule. Sie wissen, also es gab ja den Vorläufer als Schulversuch, Herrn Dr. Stiller, der ebenfalls in Hohenhausen im gleichen Gebäude mit der Hauptschule und der Realschule zusammen seine Gemeinschaftsschule aufbaut. Ein gleiches System, ein ähnliches System, welches nur die Chance hat, eben die gymnasialische Oberstufe aufzubauen. Da ist man ja schon so weit, dass man gesehen hat, die demografische Entwicklung zwingt uns dazu, diese Gruppierung zusammenzulegen, also die Hauptschulen und die Realschulen zusammenzulegen. Leider ist es eben nicht so, dass wir im öffentlichen Schuldienst auf so kleine Lerngruppen zusammen zurückgreifen können, sondern hier ist festgelegt, dass bei einer Neugründung einer solchen Schule, einer Sekundarschule, mindestens 75 Schülerinnen und Schüler zusammenkommen müssen, das heißt drei Klassen A 25. Das kann aber auch sein, dass es eben drei Klassen A 29 sind. Also das ist eben der Unterschied, wenn Sie eben mal einen Keil treiben wollten zwischen Herrn Wehrmann und Herrn Ziegler, dann könnte Ihnen das in diesem Bereich gelingen, denn da kommt also dann schon ein bisschen Leid auf. Er fährt schon ein kleines Luxusmodell. Jein, also Luxusmodell, man muss ja auch sehen, die Schülerinnen und Schüler kommen bundesweit und haben, wie eben schon deutlich gemacht wurde, manchmal eine sehr schwierige Schülerkarriere hinter sich, haben eine Biografie, um die wir sie nicht beneiden können. Und die werden hier wieder aufgefangen, wieder motiviert, in sich auch den Leistungen zu stellen, den Leistungsanforderungen zu stellen, die wir ja nun als Land auch von den Schülerinnen verlangen, um an den zentralen Prüfungen und an den Lernstandserhebungen teilnehmen zu können, dort erfolgreich zu bestehen oder aber ins Berufsleben, gute Übergänge ins Berufsleben zu schaffen. Ich habe eben gesehen, es gibt hier also mehrere Auszeichnungen für die ausbildungsfreundliche Schule. Also auch da ist die Schule auf einem guten Weg. Ich denke mal, dass das also vielleicht mit einer geringeren Schülerzahl eher umzusetzen ist als mit Schülerinnen und Schülern, wenn man 25er Klassen hat. Und dazu bedarf es eben, und da haben Sie vorhin darauf hingewiesen, Geld. Das heißt, ich muss ja Lehrer für diese kleinen Gruppen vorhalten. Und das wird nicht durch eine Refinanzierung des Landes 1:1 aufgefangen, sondern dazu bedarf es eben Sponsoren oder Eltern, die sich mit bereit erklären, dieses hier zu tragen. Gibt es weitere Fragen? Gibt es nicht, dann habe ich eine, und zwar ziemlich zum Schluss, wo ich gerne von Ihnen aus Ihrer jeweiligen Perspektive hören würde, wo sind wir denn in 3 Jahren mit diesem Thema? Wo sind wir in 3 Jahren mit dem Thema Sekundarschule? Bei Ihnen, Herr Rüther, könnte ich mir vorstellen, dass man das andockt tatsächlich an so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und an eine Bevölkerungsentwicklung, also das, was wir gerade schon angesprochen haben. Haben Sie irgendwie vor Augen, 3 Jahre ist nicht so ewig lange Zeit, rauscht so durch, was wird sich verändert haben? Also im Kreis Lippe, denke ich, werden wir in 3 Jahren nur noch ganz wenige reine Real- und Hauptschulen haben. Wir werden Schulträger haben, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Sekundarschulen zu gründen, teilweise sogar um Gesamtschulen neu zu gründen. Wir sehen das gerade an dem Randbereich Schlangen, Bad Lippspringe, wo die Gemeinde Schlangen und der Kreis aus dem Kreis Paderborn, die Stadt Bad Lippspringe, sich zusammentun, um eine Gesamtschule zu gründen. Also diese Form wird sich geben und ich denke, dass wir hier in die 7. Klasse starten. Herr Tausch, in 3 Jahren ist Ihr Sohn hier von der Schule, vermute ich. Werden Sie immer noch für Sekundarschule streiten? Ich glaube, wenn die Sekundarschule so kommt, wie sie jetzt angedacht ist, wäre es wünschenswert, dass das Konzept, was hier an der Schule läuft, sich auch an den öffentlichen Schulen durchsetzt, dass die Angst vor heterogenen Lerngruppen nicht mehr da ist. Wir reden von Inklusion in den Klassen, aber man merkt immer noch, dass bei Eltern
häufig dieses, naja, muss das denn sein, vorherrscht. Hier kann man hinkommen, Sie sprachen eben davon, ich mache das hier so ein bisschen blümchenmäßig, alles ist gut, es ist hier vieles besser. Ja, so ähnlich. Es ist hier wirklich als Eltern einiges anders, vieles besser. Und es wäre schön, wenn das ein oder andere Konzept, was hier gefahren wird, sich auch dann im Rahmen der Sekundarschule so weiterträgt, weil auch hier von dieser Schule kann man lernen. Herr Wehrmann, wie ist das bei Ihnen? Heute eine Schule, ein Schultyp, den Sie vertreten, wo Sie sagen, ich ziehe da mal ein bisschen durchs Land und erkläre den anderen die Welt, die neue. Und in 3 Jahren, ach, ich bin einer unter vielen, aber ich war der Erste. Meine Hauptaufgabe ist es nicht, durch die Lande zu ziehen und zu erzählen, wie es bei uns so läuft oder wie wir es angefangen haben. Aber es ist ja nicht falsch, wenn die anderen von diesem Schultyp erfahren. Ist richtig. Also ich mache das auch gerne deshalb, weil ich völlig überzeugt bin von dem, was wir da tun. Also Konzeption, wir lernen, wir schauen uns um, wir werden wachsen, sowohl in unseren Methoden als auch eine Anzahl der Schüler und der Kollegen. Und in den nächsten 3 Jahren wird es bei uns so sein, dass wir es geschafft haben, diesen Begriff offene Schule praktisch zu gestalten. Das heißt also, wir werden unsere Kooperationspartner haben, wir werden in der Gemeinde als Schule akzeptiert sein, wir werden besucht werden, wir werden besuchen. Also man wird von uns in aller Selbstverständlichkeit als Haus des offenen Lernens sprechen. Werden Sie sagen können, alles richtig gemacht? War ja. Also ich habe, das hatte ich vorhin schon mal mit einigen Kolleginnen und Kollegen besprochen, ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass wir wirklich alles richtig machen und ich habe ein bisschen Angst davor, dass das irgendwann mal aufhört, aber ich habe ein gutes Gefühl und ich habe ein gutes Kollegium. Wunderbar, Kompliment dafür. Frau Witt, in 3 Jahren werden Sie wie viele Privatschulen zu Sekundarschulen gemacht haben? Also zumindest in Ihrer Begleitung werden die zu Sekundarschulen geworden sein? Das könnte ich jetzt nicht beziffern. Das wird die Erfahrung zeigen und das werden auch die Schulen in ihrem Umfeld sicherlich bewerten. Aber fest steht, dass wir vom Verband alle Schulen immer begleiten und beraten und dass wir auch vor allen Dingen mit diesen Schulen die Differenzierung weiter befördern wollen, der Lehrer, damit sie mit den Eltern als gemeinschaftliche Aufgabe Zusammenbildung neu denken. Und da ist sicherlich die Sekundarstufe, sagte ich auch schon, ein gutes Mittel, eine gute Institution, damit anzufangen. Denn der große Berg, der wirklich große Berg, der noch vor uns steht, das ist die Inklusion. Und da haben wir noch ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren in jeder Hinsicht. Und da werden wir als Verband natürlich bei allen Schulen sein. Und ich hoffe ja auch immer, dass wir, wie jetzt das Beispiel hier mit der staatlichen Schule in Lippe, dass es immer darum gehen wird, alle gemeinsam an dem Thema Bildung zu arbeiten und den Lehrer zu stärken, damit er diese Aufgabe, diese hohe differenzierte Aufgabe in der Zukunft auch gut leisten kann. Und wir werden das natürlich für die privaten Schulen auch weiterhin tun. Okay. Herr Ziegler, dicke Bretter bohren, ich denke, das werden Sie können, so würde ich Sie einschätzen. Was ist Ihnen lieber, die aktuelle Aufbruchsstimmung, die Sie so im Haus haben, oder die Zeit nach 3 Jahren, wenn die Fahrwässer wieder etwas ruhiger werden? Ja, so in 3 Jahren, vielleicht zu Ihrer ersten Bemerkung, denke ich, dass wir erstmal ein Stück weiter sein werden als heute. Das steht definitiv fest. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, in dieser Zeit alle Kolleginnen mitzunehmen und sozusagen diesen Prozess wirklich auf allen Ebenen gut zu begleiten. Bei uns haben wir ja immer noch die besondere Situation, dass wir ganz eng mit den Internaten zusammenarbeiten, das auch in den nächsten Jahren weiter zu forcieren, dort eben auch für positive Unterstützung zu sorgen, sodass besonders eben mit unseren Kindern und Jugendlichen, mit ihren Dingen, die sie so mittragen, also auch professionell weiter umgegangen wird. Das heißt, die Sekundarschule ist für uns, für unsere gesamte Einrichtung ein wichtiger Baustein, aber ich würde sie nicht isoliert sehen. Ich
glaube, das ist auch nochmal ein besonderes Merkmal unserer Einrichtung, weil wir doch ein Angebot vorhalten können, das in der Region einmalig ist. Ich denke schon, dass wir in 3 Jahren weiter sein werden und auch wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser und eine, ja, ich nenne das immer eine positive Entwicklung, dass eine positive Routine eintritt. Und das wünsche ich mir dann auch. Und ich denke, wir werden immer mit den Kooperationspartnern im Austausch bleiben. Wir werden natürlich mit den Sekundarschulen hier auch im näheren Raum im Austausch bleiben, sodass wir uns insgesamt da, glaube ich, gut aufgestellt sehen. Ich glaube, das ganze Thema könnte auch unter der Headline stehen: Wir bauen Brücken. Sinnigerweise hängt ein entsprechendes Kunstwerk dort links, da steht das ganz groß drauf. Das hing aber auch schon vermutlich vor der Diskussion um die Sekundarschule da. Und ich finde das einfach nachhaltig beeindruckend. Wenn Sie Zeit und Muße haben, gucken Sie mal drauf und überlegen sich das, was das mit der heutigen Diskussion zu tun hat. Ich finde da eine ganze Menge. Ich finde, die Runde hier hat sich sehr gut geschlagen. Ich darf Ihnen 3 Hinweise zum Schluss geben. Linke Hand im E-Flur. Dachte ich, da ist die Elektrik untergebracht. Das ist nicht so. Ist das hier unten oder da oben der Flur? Da oben. Da stehen Ihnen nun Mitarbeiter von Schloss Fahrenholz für Beratungsgespräche zur Verfügung, wenn Sie da Bedarf haben. Wenn Sie allerdings ein Gespräch von Eltern zu Eltern bevorzugen, dann können Sie sich auch mit den beiden Schulpflegschaftsvorsitzenden, eben mit Henning Tausch und mit Andreas Honert, auseinandersetzen oder friedlich austauschen. Ebenfalls im E-Flur gibt es einen Klassenraum, wo man Sie beide findet. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, sich einer Führung durch die Schule und das Internat anzuschließen. Geht jetzt gleich los, direkt im Anschluss an diese Veranstaltung. Startpunkt ist am Eingang der Schule, habe ich da oben auch schon gelesen. Treffpunkt Führungen durch die Schule, links von der Tür, rechts von der Tür hängt es auch. Ich danke für Ihr Ohr, danke fürs Ausharren, fürs interessierte Zuhören. Sie kriegen es gerade zurück. Möchte noch jemand was zum Schluss sagen? Sie sind der Hausherr quasi. Oder sollen wir die Träger fragen? Ich finde, dass das heute auch eigentlich ein Neustart gewesen ist, weil jetzt so eine fachliche Diskussionsrunde hier an so einem Tag abzuhalten, ist auch ein Neustart und ein Neubeginn. Ich finde das grundsätzlich positiv und ich denke, wir sollten solche Dinge häufiger auch tun. Und es geht einfach auch darum, hier Eltern, Kollegen, auch Mitarbeiter einfach mitzunehmen und in die anstehenden pädagogischen Aufgaben einzubinden. Und von daher fand ich das wirklich auch gut, dass wir heute so eine Runde hier hatten. Und ich fand es eine angenehme Runde und natürlich mit sehr angenehmen Gesprächspartnern. Gibt es eigentlich in Schulen ein ungeschriebenes Gesetz, dass zum Schluss solcher Runden nicht applaudiert werden darf? Schönen Tag noch.